Ich bin Janis, bin im zweiten Lehrjahr als Entwässerungstechnolog hier am Flughafen Zürich. Ich mache hier Wartungen an Entwässerungsanlagen wie auch Entwässerungsleitungen. Ich mache das mit unseren Spüllastwagen, die wir hier haben. Mit den verschiedenen Spülschläuchen wie auch Spüldüsen, die wir im Fahrzeug haben, spülen wir dann die Leitungen. Spülen. Auch sei es einen Schacht oder einen Ölabscheider, Fettabscheider, den man reinigen oder warten muss. Und dann auch den Zustand der Leitungen. Den wir aufnehmen mit einem Fahrwagen. Der hat einen Kopf vorne dran mit einer Kamera. Den kann man mit einem Fernpult steuern, der Joysticks dran hat. Kann man sich gut beim Gamen vorstellen. Und das Ganze machen wir auf den Pisten, Rollweg, wie auch auf den normalen Strassen. Das Interesse an den Arbeitsgeräten, mit denen man es tun hat, wo man arbeiten tut, wie auch keine Platzangst und nicht heikel sein. Ich habe mich entschieden, weil es ein sehr neu erlernter Beruf ist. Das hat einerseits mein Interesse sehr geweckt. Dann mit den Arbeitsgeräten, die du zusammen arbeiten tust, hat mich sehr fasziniert. Und dann, wenn man so in die Zukunft schaut, ist es nicht ein Beruf, den man jetzt, uns kann ersetzen durch irgendeinen Roboter oder so. Ich fange morgen um 7 Uhr an zu arbeiten. Dann komme ich den Auftrag über. Das kann durchaus sein, dass es Spülen ist. Also dann machen wir Spülarbeiten mit unseren Lastwagen. Dann gehen wir dann raus und spülen. Und ja, wenn wir dann fertig sind, gehen wir dann wieder Richtung Magazin. Versorgen alles, verräumen alles, pflegen je nachdem auch noch die Materialien, die wir benutzt haben. Und am 4. Januar in den Feierabend. Das Zusammenarbeiten mit unseren Lastwagen, die wir haben. Weil der ganze Aufbau und die Funktion, die sie haben, finde ich einfach recht faszinierend und arbeite gerne mit dem zusammen. Wenn man jetzt längere Saugarbeiten machen muss, weil dann steht man meistens nur nebendran und muss eigentlich warten, bis man fertig so geht. Und in der Zwischenzeit kann man dann eigentlich meistens nichts machen und das ist ein bisschen langweilig. Also ich habe mich sehr gefreut, dass ich Geld verdiene. Ich hatte aber am Anfang ein bisschen Mühe, mit dem Geld sinnvoll einzuteilen und so weiter. Aber jetzt bin ich konsequent am Sparen auf einen grösseren TÜV. Nach dem Arbeiten habe ich eigentlich noch relativ genug Freizeit. Ich nutze sie meistens mit den Kollegen. Ich mache dann eigentlich meistens eben mit den Kollegen ab. Und das Thema Schule, dort versuche ich eigentlich die Hausreise recht schnell zu erledigen, dass ich dann eben das hinter mir an und dann nicht am letzten Abend alles machen muss. Als erstes bin ich in die Berufsberatung gegangen. Dann habe ich dann die ersten Schnupperwochen angefangen. Das ist von VAG bis zum Gipser gegangen. Als Gipser hätte ich dann eine Lehre von anfangen. Das hat sie dort bekommen. Ich bin dann aber nicht ganz überzeugt vom Betrieb aus. Dann bin ich dann in der dritten Sek nochmal eine Berufsmesse gegangen. Ich habe dann dort den Flughafenstand angetroffen und die haben mir dann dort den Beruf Entwässerungstechnolog vorgestellt. Mein Interesse hat es dann sehr geweckt. Ich durfte dann auch hier schnuppern. Ich durfte alles kennenlernen und es ging alles recht schnell gegangen. Ich habe dann Bescheid bekommen, dass ich hier meine Lehre anfangen darf. Und dann habe ich eigentlich, ist mir nichts mehr im Weg und ich habe dort zugesagt. Also mir persönlich hat es sehr geholfen, dass ich nochmal an die Berufsmesse gegangen bin. Privat, nicht mit der Schule. Und ich dann dort eigentlich noch andere Berufe kennengelernt habe. Und das ist eigentlich so mein Tipp. Weil der Flughafen mich recht angezogen hat und ich in der Schnupperwoche schon die einen Leute kennenlernen und wie sie so ist. Und ich mich einfach wohl gefühlt habe.